muss man dann eine. Heute geht's mal an die Vorbereitungen zum Kartoffelstecken. Ja, im Internet, auf YouTube sieht man oftmals, viele haben ihre Kartoffeln schon gesteckt. Wir noch nicht. Also es gibt da eigentlich so ein schönes altes Sprichwort. Das ist bei uns noch gültig. Es besagt Folgendes. Steckst mich im April, komm ich wann ich will. Steckst mich im Mai, komm ich gleich. Ja, wir stecken sie jetzt zwar auch noch im April, aber relativ spät. Der Grund ist ganz einfach. Anfang Mai kommen nochmal die kalten Tage. Und wenn die Pflänzler dann aufgehen und es wird wirklich noch einmal richtig kalt, dann können die erfrieren. Und durch die Tatsache, dass wir die Kartoffeln jetzt da stecken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Pflänzler hochwachsen und in die kalten Tage dann erfrieren, sehr, sehr, sehr gering oder verschwindend gering. Ich denke mal, von daher kommt auch dieses Sprichwort. Ich meine, gut, wir sind dieses Jahr so, es ist eigentlich alles 2 Wochen früher dran. Aber das ist ja, wie gesagt, kein Grund, hier in Panik zu verfallen und jetzt wie verrückt die Kartoffeln oder was zu stecken. Stehen bleiben. Wir machen das einfach ganz normal wie immer. Jupp, und ich wünsche euch jetzt bei den Vorbereitungen, also die Kartoffelsteckmaschine rausholen und anhängen, viel Spaß. Und am Schluss gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich euch noch sagen möchte. Da dürft ihr mal gespannt drauf sein und dann schauen wir mal.
war die unkonventionelle Art und Weise. Jetzt hole ich mal den Kran und hänge das ganze Teil an. Und dann zeige ich ja mal, wie das Ding eigentlich im Ganzen ausschaut. Arbeitsteilnahme ist doch was Feines. Also den Apfelgrube jetzt rausgefahren und den Marvin abgeblasen. Ja, was haben wir für einen? Es ist ein Stoll-Kartoffelstecker. Apfelgrube suche ich immer. Das ist ja gar nicht der Grube. Da habe ich einen Samro. Ein Schmarrn. Ja, nee. Kartoffelpflanzmaschine, Kartoffelsteckmaschine. Das ist ein Stoll. Ich habe den jetzt nochmal ringsherum abgefettet, dass alles wieder schön gleitet und flutscht. So schaut das ganze Ding aus. Ja, nach welchem System funktioniert der? Der hängt auf der 3-Punkt vom Kramer. Ganz normal Cut 1. Die Unterlenker und der Oberlenker ist ganz normal Cut 1. Ja, der wird abgesenkt. Dann hier vorne zieht er sich quasi in den Boden rein. Drückt den Boden auseinander und dann hat man hier ein Rohr. Das ist quasi das hier oben. Da kann man durchgucken. Da fallen die Kartoffeln rein. Dann hat man hier hinten wie eine Rinne liegen, wo die Kartoffeln dann einzeln immer drin liegen. Und dann kommen die zwei Teller hier
und schieben das Erdreich über die Kartoffeln zusammen und häufeln das quasi wie so einen kleinen Erdwall an. Das ganze Patent mit den Teller hier oben funktioniert hier unten über diesen Fahrradkettenantrieb. Durch die Vorwärtsbewegung am Schlepper dreht sich das hier alles mit, setzt hier die ganzen Zahnräder und Wellen in Gang. Die laufen bis rüber zum Teller. Und beim Fahren dreht sich dann quasi hier oben dieser Legeteller. Und man sieht schon diese Bleche, sofern sie noch vorhanden sind, die klappen dann darunter, also da werden die Kartoffeln reingelegt, immer in die einzelnen Fächer. Muss man natürlich schauen, dass dann immer in das Loch einer reinfällt. Muss man schon eine gewisse Geschwindigkeit beibehalten und darf nicht zu viel hinten drauf rumlabern. Ja, und dann fahren die quasi über das Loch. Dann klappt es auf, die Kartoffel fällt nach unten in die Reihe rein und wird hinten zukäufelt und dann hat man diese typischen Kartoffelhäufen, Kartoffelmieten, wie man es nennen möchte. Ja, so funktioniert eigentlich die ganze Maschine. Das war jetzt der Kompressor, der hat sich jetzt allein eingeschaltet. Soll er da eigentlich auch nicht? Jetzt kommt er. Was für Kartoffeln habe ich dann heuer? Also, ich habe da vor, ein bisschen Direktvermarktung zu machen, quasi an Leute, die ich kenne, biete ich es einfach einmal an. Schauen wir mal, wie die drüber denken. Heuer baue ich einfach einmal an, zum Versuch. Süßkartoffeln. Hätte ich hier einmal, gibt eine Reihe in etwa. Mal gucken. Dann hier drüben Bamberger Handler. Das ist ja eine Kartoffel, die es nur in Franken gibt. Ich glaube sogar, jetzt müsste ich lügen, nur in Oberfranken. Ist eine geschützte Bezeichnung. Dürfen, wie gesagt, nur in Franken angebaut werden. Und ja, da hätte ich noch ein paar normale Kartoffeln vom letzten Jahr. Granola. Und die sollen dann auch mit rein. Ja. Ich befülle jetzt gleich einmal die Maschine für die ersten Reihen, für die ersten Biedler. Die Süßkartoffeln, wir arbeiten quasi ins Feld rein mit der Maschine und von unten nach oben am Feld kommen dann die Süßkartoffeln hier rein, die sollen ganz unten wachsen. Zack, mehr ist es gar nicht. Halt einfach bloß ein paar Kartoffeln. So. Ja, erst einmal die, dann die Granola hier, sortiere ich hier erst einmal raus, ich will da nämlich Sorten reinstecken, will mir da dann ein wenig einen Plan machen, dass ich noch weiß, wo ich was habe. Die Bamberger Handler kommen dann erst einmal komplett da drüben rein. Ja, die Bamberger Handler dann erst einmal da rein. Ich schätze mal, die werde ich dann, sobald die Süßkartoffeln drin sind, erst einmal umschlichten, darüber auf die andere Seite. Das muss ich dann einmal sehen. Ja, ich habe mir jetzt auf die Sitze hier noch die Kartoffelsäck draufgelegt. Die Stahlsitze sind doch relativ unbequem und mit Apfelsock drunter ist doch ein wenig schöner. Ja, da setzt man sich dann einfach drauf. Für die Füße gibt es hier unten Fußrasten. Hier und da. Ja, und dann sitzt man da. Und legt, wie gesagt, jede Kartoffel einzeln da rein. Zack. Und dann dreht sich das und dann fallen die nach unten durch. Ja, so funktioniert das Ganze. Damit die Kartoffeln schön nachrutschen, kann ich dann hier die Klappe öffnen nach oben. Dann kommen die gar runter. Zum aufs Feld runterfahren lasse ich das so. Ja, wir sitzen dann hier direkt hinter dem Fahrer. Und jetzt wird auch schnell ersichtlich, warum bei unserem Kramer der Auspuff nicht mehr hier unten rauskommt. Weil früher kam der Auspuff hier raus. Und wenn du hier drauf saßt und der lief schön langsam und hat doch ein wenig gequalmt, ich meine, der Motor hat ja doch seine 29.000 Betriebsstunden runter, dann bist du hier hinten halb eine Runde gekippt und durch den Auspuff, der vorne neben rausgeht,
hast du das Problem nicht, hast du eine Sorge weniger. Letztes Jahr haben wir mit einem MF gesteckt gehabt, der hatte den Auspuff hinten. Und schön ist das definitiv nicht, wenn du die ganze Zeit in die Auspuffgase hockst. Also weder schön noch gesund. So, und jetzt ist der Kompressor wieder aus. Und ich würde sagen, den schalten wir nicht mal gleich komplett aus. Weil eigentlich solltet ihr das nicht machen. So. Ja. Soweit. Und dann schauen wir mal. Morgen geht es dann ans Stecken. Also das seht ihr quasi im Dienstagsvideo. Das kriege ich morgen leider nicht mehr drauf. Ich arbeite zwar bloß bis 12, aber bis dann alle daheim sind. Weil der eine Bruder muss helfen. Und den Vater brauchen wir als Vorher. Und ich sitze dann hinten mit drauf. Und stecken mit. Ja, und das schaffe ich leider dann morgen nicht. Dass es dann am Freitag gleich ins Video kommt. Deswegen dann erst am Dienstag. Ja, und dann habe ich mir noch irgendwas Neues angeschafft. Und zwar dieses schöne Stück hier. Das ist ein Ampferstecher. Und wie man sieht, der funktioniert gut. Ich habe gestern einmal auf die biologische Art und Weise auf unserem Feld unten ein wenig Ampfer und ein wenig Disteln gestochen. Ja, und das funktioniert eigentlich hervorragend. Man muss halt nur, ja, ich sage mal, ein wenig Zeit mitbringen. Es ist aufwendig. Man steht halt ein wenig länger, aber dafür brauche ich keine Spritzmittel. Und ja, ich sage mal so, wenn man sie sich sparen kann, ist natürlich auch nicht verkehrt. Ja gut, in diesem Sinne würde ich sagen, das wird es gewesen sein für dieses Video. Wieder ein bisschen was gemacht, nicht viel, waren nur die Vorbereitungen. Und ja, das eigentliche Kartoffelgraben kommt dann erst nächste Woche am Dienstag, am Maifeiertag quasi. Ich würde sogar sagen, ich bringe es am Maifeiertag ein bisschen eher. Kann natürlich sein, das wird wahrscheinlich jetzt ein großer Fehler sein, am Maifeiertag, da wird keiner daheim sein. Oder ich habe eine bessere Idee. Nächste Woche am Maifeiertag sind die meisten unterwegs. Habe ich mir so überlegt, ich werde das Video am Montag rausbringen. Also das Video vom Kartoffelstecken mit dem Kramer wird dann am Montag um 16.30 Uhr ausgestrahlt. Lasse ich es auf YouTube laufen oder gib's frei. Und ich denke mal, da erreiche ich noch am ehesten die Leute, weil am Maifeiertag werden die meisten zum Wandern unterwegs sein oder die übliche Saufgelage oder wie es halt so ist, man kennt es ja. Und ja, ja, und dann habe ich ja noch gesagt, ich will noch was ankündigen am Schluss. Ich habe mir überlegt, das 500 Abonnenten-Spezial habe ich ja ein bisschen verschwitzt, da war ich ja etwas langsam. Und darum habe ich mir überlegt, bei 1500 Abonnenten, also fehlen jetzt noch knapp 270 Abonnenten. Bei 1500 Abonnenten habe ich mir überlegt, mache ich ein 1500 Abonnenten Spezial, quasi als ja, Nachschlag oder einfach, weil ich das 500er verpasst habe. Und ja, da werde ich dann mein KL300 hier mal vorstellen. K15 lohnt sich noch nicht, der ist ja leider noch zerlegt. Ich hätte es zwar gerne nach einem Altjahr gemacht, quasi nach Baujahr, aber das funktioniert nicht. Also bei den 1500 Abonnenten machen wir den und bei den 2000 Abonnenten kommt dann der. Und ja, den K15, der kommt dann quasi erst zum 5000er Spezial. Oder je nachdem, wie er fertig wird, dann halt der Radlader, je nachdem. Weil eigentlich wollte ich so staffeln von Anfang an, 500.000, 2.000, 5.000. Und ja, ich würde sagen, so machen wir das einmal. Bei 1.500 hole ich quasi das 500er nach, das was gefehlt hat. Bei 2.000 dann kommt noch einmal eins und dann das nächste bei 5.000. Ja, viel Gelaber außenrum, bla bla bla. Eh klar, ihr kennt mich ja. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, das war es erst einmal für dieses Video. Man sieht sich dann quasi
nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende und ich hoffe, die Videos gefallen euch und Servus bis zum nächsten Mal.